Nach dem Tsunami hat die Versicherung mein Autohaus wiederhergestellt. Wir können endlich weiterarbeiten. Let's go! Ihr glaubt nicht, was jetzt in wenigen Sekunden passieren wird. Und zwar der Präsident von Los Santos wird zu mir zum Autohaus kommen. Und zwar, es gab in Los Santos Neuwahlen. Und jetzt soll der Präsident hier in wenigen Sekunden... Leute, ich krieg keine Luft mehr, Bro. Er kommt mit dem selbstfahrenden Rolls Royce. Ey, wo fährt er denn hin? Oh Gott, er parkt direkt, Freunde. Das ist mir wirklich eine sehr große Ehre, weil der Präsident ist der einflussreichste Mann neben Touren in Los Santos. Mr. President, willkommen bei Stani Performance. Sie sind der, ja. Ich bin der neue Präsident. Sie können mich einfach Max nennen. Sie sehen ja Max nennen? Sie sehen sehr flippig aus, Herr Präsident. Ich bin auch einer, der für die neue Generation steht. Und ja, da wir uns noch nicht kennen, habe ich eine kleine Überraschung für Sie. Kommen Sie doch mal vorbei bei mir im Observatorium, in meiner Präsidentengegend, ja? Ja, okay, alles klar, bis gleich. In ein paar Stunden erwarte ich Sie. Ja, okay, oh mein Gott, Leute, habt ihr eine Ahnung, was der Präsident von mir will? Ich soll Nein. Überlegt mal, Leute, er will, dass ich Präsident werde, weil ich so ein gutes Autohaus habe. Oder überlegt mal, er schenkt mir irgendeinen krassen Amt, irgendwie Verteidigungsminister oder so, oder irgendwas Krasses. Ich sag euch ehrlich, ich bin schon richtig aufgeregt. Wir müssen wirklich auch mit dem besten Auto überhaupt, wir müssen natürlich direkt ein bisschen Eindruck machen, mit welchem Auto fahren wir zum Präsidenten am besten, hier mit dem Bugatti oder mit unserem Mercedes GT oder vielleicht mal mit was... Oh mein Gott, Leute, es wird, glaube ich, mal Zeit für den Rainbow Matt Rot Lamborghini, Freunde. Dieses Auto ist wirklich sehr, sehr geil. Und ich denke mal, damit könnten wir uns auf den Weg machen. Und das, ich sage euch ehrlich, das Auto ist nicht too much. Das ist auch nicht zu wenig. Das ist meiner Meinung nach genau... Hallo! Hallo? Hallo! Oh, was ist das denn jetzt hier, Leute? Ist hier jemand? Hallo! Ja, ich bin doch schon hier. Stani Performance ist hier. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Willkommen in meinem Autohaus. Ich möchte ein Auto kaufen, ne? Sie wollen ein Auto kaufen. Dürfe ich denn fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin Immobilienkaufmann. Sie sind Immobilienkaufmann. Okay, Leute, weil ich will natürlich den Leuten direkt zu ihrem Beruf das passende Auto zuschneidern. Und ich würde Ihnen als Immobilien... Oh, Leute, ich wollte eh diesen royalen Truck hier mal raus haben. Ich würde Ihnen dieses royale Fahrzeug, ein alter Bugatti von... Ist mir zu alt ein bisschen, ne? Ich bin ein junger Spritzer noch. Damit kann ich ja nur die Omis abchecken. Ja, Leute, aber ich sag... Sie wissen ja schon so. Bisschen Chakalaka. Also dann würde ich Ihnen hier den Nissan empfehlen. Den Nissan hier. Ja? Der SLS ist schon verkauft, nicht wundern. Was kostet der? Ja, steigen Sie mal ein, ich zeige Ihnen den mal kurz, weil hier behandelt es sich, ich sage Ihnen ehrlich, hiermit können Sie nicht nur die Omis platt machen, sondern, weil das Auto auch so ein bisschen oldschool ist, das ist wirklich ein sehr schöner Wagen. Er ist nämlich auf Drift aufgebaut und Sie können damit sehr schöne Drifts machen. Ja, gucken Sie mal. Achtung! Passen Sie bitte auf. Ja, wenn ich das Auto holen soll, dann wird das Auto noch in Form bleiben, ne? Ja, ja, natürlich. Ich repariere es natürlich auch. Aber Sie sehen hier, das Auto ist sehr, sehr schön zum Driften geeignet. Ja. Also man kann damit schön durch die City driften und man kann auch normal fahren, ne? Also Sie müssen nicht driften. Sie können natürlich hier, zack, wo, um die Kurve. Okay, was kostet denn das Auto? Dieses Driftauto, weil es sich halt, wie gesagt, es gibt... Haben Sie schon mal irgendwo ein Driftauto gesehen? Haben Sie schon mal ein Driftauto bei Amir Performance gesehen, hä? Nee. Das ist richtig. Und dieses Driftauto hat natürlich seinen Preis und wir belaufen uns hiermit auf 3,5 Millionen Dollar. Wie wär's? 3,5? Das ist richtig. Ich mache Ihnen ein Sonderangebot. Heute 20% Rabatt, 3 Millionen. Gucken Sie mal den Motor an. Da ist ein Turbo, alles eingebaut. Das Auto ist komplett perfekt abgestimmt. Ich mach kurz eine Probefahrt, ja? Bro, der haut ab mit dem Auto. Hä, was ist eine Probefahrt, Leute? Was? Wo fährt der hin? Wo ist der hin, Leute? Hä, der kann doch nicht abgehauen sein. Oh, da vorne fährt der. Ey, der wollte mich abziehen. Warte mal. Ey, stehen bleiben. Ey, du Hayopai, bleib stehen. Hallo. Ey, Leute, jetzt redet der nicht mehr. Was ist denn mit dem? Nein, 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 ich meine Probefahrt. Ey, du bleibst jetzt stehen, das ist mein Auto. Okay. Junge, du musst das Auto auf jeden Fall kaufen, sag ich dir so, wie es ist. Was soll das? Guck mal, wie das Auto fährt. Der fährt hier die ganzen Reifen kaputt und so. Stehen bleiben, Mann!
Ey! Ja, ja, okay. So, was soll... Ja. Alter, Leute, okay, jetzt reicht's. Junge, was soll ich machen, Leute? Soll ich auf mein eigenes Auto schießen oder was? Polizei will ich auch nicht rufen, weil das sind Nichtnutze, Leute. Mit denen kann ich eh nicht umgehen. Oh, oh mein Gott. Nein, jetzt habe ich auch noch einen Unfall gebaut. Super. So, jetzt reicht's mir hier. Ey, du bleibst jetzt stehen oder ich werde... ich habe keine Waffe dabei. Ich sag einfach, Leute. Ich werde das Feuer öffnen auf dich. Wow, ich kenn doch. Ich werde dich abschießen. So, ja. Aussteigen. Aussteigen. Ja. So, Kollege, warte. Ich wollte doch nur eine Probefahrt machen. Warte, warte, ich hab nämlich hier noch was. Komm mal her, Alter. Was ey, soll bitte, das, Kollege? Ich wollte nur eine Probefahrt machen. Was wirklich? Sollte das? Wow, ich hab nur eine Denkst Probefahrt. Denkst du, du kannst nur mit Study Performance reden, oder was? Ich hab doch gesagt, ich mach nur eine Probefahrt, wirklich. Ich Junge, eine Probefahrt ohne mich gibt nicht mehr so teure Autos. Hast du das verstanden? Ich wusste doch nicht. So. Du gibst mir jetzt die Kohle oder ist gut, hast mich verstanden. 2,5? 2,5 Millionen, ja, komm. Okay, hier. Let's go, Leute! So, nicht mal nicht so eine Spirenzchen, haben wir uns verstanden oder was? Ja, tschüss. Okay, sehr gut. Oh, Leute, wir haben es jetzt doch eilig, Junge, wir müssen doch zum Präsidenten, der hat uns doch eingeladen. Und den Präsidenten von Los Santos sollte man lieber nicht warten. Ich sag euch ehrlich, wenn es nämlich um den Präsidenten geht, dann, ah, ey, das heißt immer was richtig Krasses. Ich bin sowas von gehypt. Ey, so, schnell zum Dings, Leute, schnell zum Autohaus wieder zurück. Und, oh, guck mal, was da hinten, oh, oh Gott, Leute, was ist das denn da für einer? Oh, hey, warum, was bremst du mich aus, Leute, was ist mit dem, ey? Hey, wie you fährt man, das ist mein Renfern! Ha? Komm doch, Rennen, hallo! Aber Leute, Junge, ich sag euch ehrlich, Junge, dieses... Komm doch! Oh, hey! Oh. Alter, jetzt reicht's, Leute, jetzt reicht's, warte mal, jetzt werde ich aussteigen. Komm doch ein Rennmann! Jetzt werde ich ausstellen, warte mal, ich werde erstmal hier auf den Hof rauffahren. So. Oh, verdammt, Sterne Performance! Ah, du willst rennen? Sterne Performance, verdammt! Bro, die haben mittlerweile, guck mal, wir haben mittlerweile schon so krasse Leute in der Stadt abgezogen, dass die Leute einfach Angst haben, gegen mich Rennen zu fahren. Wie cool ist das bitte? Übrigens, der SLS, der wurde ja auch schon längst verkauft, Leute, also der steht jetzt eigentlich nur noch zur Deko drin. Der wird später abgeholt und wir werden jetzt aber erstmal zum Präsidenten fahren und dafür werden wir unseren OP-Lambo nehmen. Nämlich, ich sag euch ehrlich, dieser Lambo, der fällt natürlich auch dementsprechend auf, aber ich finde den auch nicht too much oder so. Ich finde eigentlich so für so Geschäftsanlässe so einen wirklichen krassen Auftritt zu machen, sieht das Auto einfach extrem geil aus. Und deswegen ist es das richtige Auto, um den Präsidenten natürlich auch ein bisschen zu beeindrucken. Let's go zum Observatorium! Boah, ich bin echt gespannt, was mich da erwartet und was er für mich hat. Irgendwas, also sonst würde er nicht zu uns kommen. Also es muss ja was un... Bro. Was geht hier denn jetzt los, Leute? Das sind ja übelst viele Menschen. Hä? Ist das hier vielleicht heute irgendeine Auszeichnung, die ich kriege oder so? Oh, ich bin da wirklich gespannt. Und, oh, da steht der Präsident, Leute. Der okay. Ich check es. So, ja, Stani ist jetzt auch da. Was geht? Oh, Lady, oh, Stani Performance ist auch am Start. Alle bitte jubeln für Stani Performance. Yo. Oh, ich liebe dich, Stani! Stani! Aber bitte, Stani, jetzt zu den Kandidaten nach rechts gehen, raus aus dem Publikum einmal bitte, ja? Zu Grimace und den anderen. Stani? Ja, also ich... Perfekt, dankeschön. Weiter geht's, Leute! Also, wir haben das große Tuning-Battle. Dieses Battle wird darüber bestimmen, wer in Los Santos der beste Tuner ist. Hä, hey, der beste Tuner ist Study Performance. Was ist denn das für ein Quatsch? Und zwar, die Kandidaten sind jeder, der Study Performance herausfordert. Was? Jeder? In den Kampf gehen. Es gibt einfach nur eine Regel. Ihr schnappt euch diese Dreckskiste. Diese Dreckskiste hat nur... Also könnt ihr uns hier ein Auto aussuchen, oder was? Ja. Okay, ja, kein Problem. Stani Performance, ich möchte nur ganz kurz bitten, das ist nicht eine Show nur für Sie, sondern auch für die ganze Bevölkerung von Los Santos, ja? Ja, ich habe da nur gefragt, damit, ob man... Beruhigen Sie sich ein bisschen. Ja, das wird schön erklärt. So, dieses Auto wird getuned von 1 PS, müsst ihr es hochtunen auf die maximale PS, wo ihr hinkriegt. Und dann habt ihr eine Challenge. Und zwar dreht ihr die Hand gegen Jackson, gegen Grimace, gegen Paul Berger und gegen Mauri in einem Rennen.
und müsst sie alle schlagen. Erst dann beweist ihr eure Tuning. Der Beste, der auch Jackson und alle anderen Kandidaten besiegt, ist der beste Tuner. Junge, wer ist denn dieser Jackson, der Sampelmann? Jackson ist, der war bei der Formel 1 und ist jetzt im Ruhestand. Oh mein Gott, Leute. Alter, Leute, der Typ war bei der Formel 1. Stopp. Richtige Regel. Da viele von den Leuten hier nicht eine eigene Werkstatt besitzen, darf man nicht die eigene Werkstatt benutzen. Ey, unfair! Und? Kann die Performance beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Ja, aber okay? Das ist doch unfair. Wieso dürfen Sie meine Werkstatt nicht benutzen? Ja, weil sehen Sie die ganzen Leute, wollen Sie es etwa unfair machen? Für die Leute denken Sie, dieser Mann hat eine Werkstatt. Ja, dann soll er sich eine Werkstatt suchen, dann kann er jetzt nicht an die Performance kommen. Ja, denken Sie, Sie würden ihn für die Challenge das Auto tun, so wie er es gerne hätte. Ja, klar. Nein. Ja. So, und zwar, liebe Damen und Herren, ihr denkt euch sicherlich, für was mache ich das Ganze? Nicht nur ja, für was machen wir das? Sondern es gibt ein Fahrzeug vom Exclusive Presidenten, One of One, was? Supercar, geschenkt. Und dazu okay, zu krass. Gibt es noch ein Bonus, ein Präsidentenwunsch, den der Präsident für denjenigen erfüllt hat. Was? Ich gewinne, kriege ich ein Präsidentenauto und ein Wunsch, der mir der Präsident erfüllen muss. Richtig, zum Beispiel, Sie können sagen, ich könnte ein Gesetz verhindern oder sonstiges. Was? Okay, das ist krass. Leute, das ist unnormal krass. Wenn wir das hinkriegen sollten, ich sag euch ehrlich, überlegt mal, wir machen das Gesetz, Stadi Performance darf überall kostenlos einkaufen. Wie krass das wäre. Ja, okay, geht's los oder was? So, Freunde, let's get ready to tuning. Okay, Leute, ich weiß nicht, also, ob ihr es verstanden habt. Also, das aktuell sind 1 PS-Autos. Die fahren wahrscheinlich maximal 10 km/h oder so und haben nichts drauf außer Zahnbelag. Und die müssen wir tunen. Aber wir dürfen unsere eigene Tuning-Werkstatt nicht verwenden. Und danach müssen wir ein Rennen fahren gegen diese Frau hier. Die hat einen Go-Kart. Dann wird es schon ein bisschen krasser, nämlich Paul Berger kommt denn und Paul Berger will mit diesem Auto kommen. Dann kommt Grimmis mit einem echt gut getunten Auto und der letzte, Leute, hat einen alten Kuntouch und soll ehemaliger Formel-1-Fahrer sein. Aber diesmal soll es wohl nicht um Beschleunigungsrennen gehen, sondern um ein wirkliches Rennen, also wo Kurven sind, alles drum und dran. Und da muss man natürlich die Performance der Autos perfekt anpassen. Wir haben hier einmal ein relativ gutes Auto. Das sieht aus wie so ein Mad Max-Auto, Leute. Das sieht ja voll krass aus. Ich muss aber sagen, es sieht doch besser in Schuss aus als diese Autos hier. Ist egal, Freunde. Ich werde das Auto hier nehmen und danke, Herr Präsident. Ich fahre dann mal los. Wie lange haben wir Zeit, Herr Präsident? Sie haben Zeit bis heute Abend. Oh mein Gott, bis heute Abend müssen wir fertig sein. Wahrscheinlich werden jetzt hier noch andere Herausforderer auch das Gleiche machen, aber das ist mir egal, Freunde. Ich muss der Beste werden und muss zuerst Jackson besiegen. Och nee, Freunde. Das Ding ist ja komplett Katastrophe. Was ist das denn? Oh, ich glaube, ich drehe durch. Warte mal, ich habe einen Abschleppseil dabei, Leute. Wir müssen das Ding irgendwie erstmal, müssen wir hier ein bisschen Tuning machen. Wir müssen einen neuen Motor einbauen. Wir müssen dass der auf jeden Fall viel, viel mehr PS hat. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das Auto einfach ein bisschen besser geupgradet kriegen. Aber so ist es eine absolute Schrottkarre. Aber wie er schon gesagt hat, das hat aktuell nur 1 PS. So, ich werde jetzt das probieren, das Auto hier an meinem Lamborghini festzumachen und dass wir es einfach ein bisschen ziehen können. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Aber, oh ja, let's go, Leute. Damit sparen wir uns natürlich viel, viel Zeit, weil der hat ja nicht gesagt, dass wir die ganze Zeit mit dem Auto rumfahren müssen. Wir dürfen ja nur die eigene Tuning-Werkstatt nicht benutzen, aber dass wir ein Auto abschleppen können, davon hat er nichts gesagt. Wir müssen halt dieses Auto auftunen. Okay, das kriegen wir hin. Deswegen fahren wir jetzt erstmal zum Schrottplatz und werden uns einen viel, viel krasseren Motor kaufen und werden ihn in dieses Auto einbauen. Let's go. Okay, ihr kennt den Schrottplatz. Hier ist er, Leute. Das ist der beste Schrottplatz meiner Meinung nach in der Stadt. Und was will jetzt die Polizei hier, Leute? Ich bin doch hier nur mein Auto am Abschleppen, Alter. Was gibt's denn hier für Probleme? Office. Was schleppt. Oh, Stani?
Ja, Stani Performance. Gibt's ein Problem oder was, Officer? Nein. Ich wollte dir nur helfen. Brauchen Sie Hilfe bei irgendwas? Nein? Nee, aktuell brauche ich keine Hilfe, aber danke der Nachfrage. Ciao. Es gibt ein Problem, Leute. Guck mal, die hat einfach so Angst vor mir. Ich sage euch ehrlich, wir haben mittlerweile auch so Respekt. So, wir ziehen jetzt das Auto hier rauf. Jetzt können wir es auch abmachen. Zack, einmal abmachen. Und jetzt können wir damit auch rumfahren, weil 10 km/h können wir hier auf dem Grundstück fahren. Das ist ja kein Problem. Ey, kein Wunder. Wenn ich damit ein Rennen fahren würde, ich glaube, ich würde es gegen niemanden schaffen. Also ich denke mal nicht, dass ich da irgendeine Chance gegen irgendeinen Typen hätte. Aber ist ja auch egal. So, zack. Und jetzt müssen wir nur mal... Moin, Stani! Moin, Berndi! Hast du mir eine Schrottlaube mitgebracht? Nein, zerfetzen. Nee, das ist mein Auto. Du, ich brauche einen Motor. Ich brauche einen neuen Motor. Ich will hier, ich sag mal so, ordentlich was mit Dampf hinter. Vielleicht auch so ein Traktor oder so. Du willst mich veräppeln, guck dir mal das Ding an. Ja, ich bin hier gerade am Tune, Bro. Ich brauche einen alten Traktormotor oder so. Hast du da irgendwas vorrätig? Ja, da hinten, warte mal. Ja, okay. Wie viel PS haben die Motoren, oder weißt du das gar nicht? Also es musste irgendwie ein bisschen was Dickeres sein, dass ich den in das Auto einbauen kann. Und hättest du hier irgendwie eine Werkstatt? Ach, die sind doch schon Motoren. Ja, guck mal hier. Ja, da wollten wir doch hin, also. Oh, ja, sehr gut. Ja, ich würde mir einen hier nehmen. Ja, was macht denn das? Ja, das... Nicht so viel, ich glaube 10.000 pro. Oh Mann, ist der schwer, der Motor, Bro. Bernie, das ist ja... Oh Leute, ich glaube, das ist ein richtig dicker Motor. Also das haben wir hier definitiv ein dicker Fisch. Bro, aber ich weiß gar nicht, ob ich für die Challenge überhaupt Geld ausgeben darf. Keine Ahnung, sonst nimm einfach erstmal. Ich dürfte nehmen. Bro, darf ich auch deine Werkstatt da hinten verwenden ein bisschen? Ich weiß nicht, ob da überhaupt ein Schraubenschlüssel liegt. Fahr mal das Auto schnell in die Werkstatt rein. Ist egal, das Leute. Wir müssen irgendwie den Motor probieren, da festzumachen, ich sage euch ganz ehrlich. Weil, guckt euch das mal an, ich habe das hier nämlich gesehen. Das hier, hey, ist da sogar noch ein Auto und alles. Hä, das ist ja wirklich hier eine alte, richtig coole Oldschool-Werkstatt. Ah, okay, Leute, ich denke mal, das sollte ausreichen. Den Motor habe ich jetzt erstmal hier hingelegt. Zeig mal, fahr doch mal mit der Karre hier rein. Ja, ich gebe Vollgas. Ja, sehr gut. Einmal hier hinstellen. Und dann werde ich den Motor da einbauen. Dann mal gucken, dass wir da erstmal direkt ein bisschen mehr PS geupgradet haben. So, dank dir, Berndi. Das war es eigentlich schon gewesen. Ich baue jetzt mal hier kurz den Motor um. Ich muss mal gucken, ob wir hier ein kleines Upgrade dadurch erzielen. Leute, guck mal bitte, wie das aussieht. Let's go. Oh, das sieht gut aus, oder was meinst du? Ja, damit kannst du ja schon, glaube ich, mal wenigstens fahren. Ich habe 3 km/h gepackt. Ja, ich guck mal, was da... Ja, warte mal, ich muss jetzt hier erstmal alles anschließen, Leute. Boah, was hast du hier mit der Karre gemacht, Ju? Die sieht ja doch dreckiger aus als vorher. Warte mal. Okay, Leute, der Motor sollte jetzt aktiviert sein und sollte jetzt startbereit sein. Wow! Wow, was ist... Leute, der hat uns einen falschen Motor gegeben! Junge! Das ist ein Motor von einem Düsenjet! Ja, super. Ja, okay. Ah, super. Erste Sahne, Leute. Also, das Problem ist, dass... Oh Gott, ich kann das Auto kaum noch lenken. Das Auto kannst du kaum noch lenken, weil der Motor so schwer ist. Ey, och nee, aber guck mal. Ich geh mal kurz. Bro! Oh! Ich kann das Auto nicht kontrollieren. Nein, ey, ich sag euch ehrlich, wir machen das Auto noch mehr Schrott, als es vorher ist. Wir müssen irgendeinen finden, der mit uns hier ein Rennen fährt. Oh mein Gott, ey, das Auto ist so eine Müllkiste. Wir müssen irgendjemanden finden, der mit uns ein Rennen fährt, der das Auto unterschätzt. Aber guck mal, geradeaus ist das Auto top. Alles andere... Leute, für ein Rennen bringt das nichts. Ich kann ja mal kurz zur Rennstrecke fahren. So, Leute, nämlich hier ist die Rennstrecke. Und, oh, hier ist sogar schon der erste Gegner. Und zwar, das ist ja Level 1, die Frau, die wir besiegen müssen. Und, kann ich eigentlich auch gegen sie antreten und dann es nochmal probieren? Oder geht das nicht? Weil ich habe jetzt mein Auto ein bisschen getuned. Ja, aber du hast nur bis heute Anzeit. Guck mal auf die Uhr. Ich schätze mal 3 Stunden, dann gehen alle schlafen. Oh mein Gott, Leute, ich kann nur noch 3 Stunden Zeit, alle zu besiegen. Ja, okay, dann fahren wir jetzt das erste Rennen. Zählen Sie runter. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Okay, Leute, Beschleunigung sind wir deutlich schneller. Beschleunigung, aber, oh Gott, Bremsen. Ja, Bro, das ist das Ding. Das ist das Ding, Leute. Das ist das Ding, Bro. Guck mal hier, ich kann nicht mehr lenken. Ich kann nicht mehr lenken. Junge. Wo ist die Frau, Leute? Guck mal, oh mein Gott, die ist so lang. Ey, guck mal hier, die ist so langsam, Leute. Ich kann mit dem Auto nichts machen. Bro, es ist so schlimm, Junge. Nee,
Rennabbruch. Ich muss was anderes probieren. Das Auto. Oh Gott, guckt euch das an. Guck mal bitte die Karre an. Wir sind wieder zurück. Ich sage euch ehrlich, wir müssen erstmal die Karre hier ein bisschen weniger zum Rauchen bringen. Ey, das ist so Katastrophe. Hä, was ist das für einer da? Hä, vielleicht können wir den... Oh mein Gott, der hat ein richtig schnelles Auto. Guck mal, der hat auch... Bro, was hat der für eine krasse Performance, Leute? Nein, 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 nein. Oh Gott, das ist einer von der Rainbow Crew. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein... Alter, ey, bist du von der Rainbow Crew zufällig? Ja, ich bin Jackson Rainbow. Oh mein Gott. Ey, Jackson, ich weiß ja, ihr fahrt Rennen. Ja? Hast du Bock? Gegen was? Gegen mein Auto zu fahren. Mein Auto steht hier vorne. Dein Auto explodiert gleich. Bro, mein Auto ist einwandfrei. Ich werde dich damit locker in einem Rennen zerstören. Guck dir mal den Motor an. Er raucht. Ja, ist egal. Aber der wird dein Auto. Lass uns doch, pass mal auf. Ich zeig dir mal, warte mal. Ich zeig dir mal meinen Kontostand, mein Bester, ja? Ich zeig dir mal meinen Kontostand. Ja, zeig mal bitte deinen Kontostand, bevor du redest. Wenn du mich besiegen solltest, kriegst du 100 Millionen. Woher hast du so viel Geld? Woher ich so viel Geld habe, ich bin Stani Performance. Du solltest mich kennen. Und was willst du, wenn du gewinnst? Wenn ich gewinne, will ich dein Auto haben. Ja, okay. Okay. Aber wenn ich gewinne, will ich das Geld und dass dein Auto schön explodiert mit dieser Kanister. Ja, das Auto explodiert. Alles gut, Bro. So. Oh mein Gott, Leute. Wenn der wüsste, was wir hier für Motor drin haben. Holy moly, Macaroni. Okay, und zwar nur ein Rennen. Bis zum Ende der Strecke. Das entscheidet um alles. Hast du mich verstanden? Ja, yeah, okay. Bist du ready? So, zähl runter. 3, 2, 1, go. Ja! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Ey, ich hab gewonnen. Ich sag ehrlich, ich hab gewonnen. Schnell zurück. Jackson, wo bist du? Auto her! Das ist ja verdammt knapp, Mann. Auto her, dank dir. Leute, Junge, was hab... Oh mein Gott, was ist... Okay, der ist krank. Leute, oh mein Gott, die Performance von dem Auto ist krank. Was ist das? Es ist zwar nicht das schnellste Auto, aber damit so... Oh mein Gott, Leute, was ist das für eine Karre? Junge, also ich denke mal so, es ist nicht das schnellste, aber von der Performance her definitiv mit das krasseste. Und damit werde ich jetzt probieren, anzutreten. Wir sind von 1 PS auf, keine Ahnung, 1000 PS locker gekommen. Was los? Was ist das? Ja, der Motor ist kaputt. Hau rein. Der brennt. Tschüss, Jackson Rainbow. Viel Spaß mit deinem neuen Auto. Haha, let's go. So, bist du bereit oder was? Willst du mich herausfordern, Viva? Ich werde damit alle von euch. Dich werde ich herausfordern. Ich muss dich... 3, 2, 1, go. Bro, ist das dein... Leute, guck mal, das... Also, okay. Ich denke mal, hier drüber brauchen wir nicht reden. Wir können uns ein bisschen die Strecke einprägen. Boah, guck mal, wie... Oh mein Gott, wie clean das hier rumgeht mit dem Auto. Ey, das Auto ist zu krass. Ich fahre 300 eine Kurve, Freunde. Hier ein bisschen langsamer, weil hier kommt der Sprung. Aber wir können direkt die Strecke einfach so ein bisschen kennenlernen. Ich denke mal, das ist ganz gut. Guck mal, hier sind sogar die Superreichen mit ihren Yachten dabei. Wie krass ist das denn? Aber ich muss sagen, das ist echt... Boah, die Strecke ist schon krass. Aber guck mal, wie clean wir hier auch durchfahren. Also ich würde mal sagen, Level 1 haben wir locker. Also wenn jetzt keine Überraschung mehr passiert, haben wir Level 1 locker besiegt. Und ich sag euch ehrlich, wenn wir mit diesem Auto... Bro, was? Okay. Ich bin drin. Nein. Oh, durchziehe. Oh mein Gott. Oh, die war gar nicht schlecht gewesen. Hey, Glück gehabt, Mann. Abgezogen. Haha. Ja, haha. Jackson wird dich eh fertig machen. Jackson oder wird Paul dich fertig Berger. Machen. Ja, Paul. Oder Grimmel. Dann hol mal Paul Berger. Den Typ werde ich auch abziehen. Paul Berger, Junge. Ich hole den nächsten. Okay, Leute, jetzt werden wir gegen Paul Berger fahren. Oh mein Gott. Level 2 erreicht. Ey, Paul Berger! Ja, was geht, Alter? Junge, du mit deinem Babyauto denkst doch nicht wirklich, dass du eine Chance gegen mich hast. Digga, chill mal ein bisschen, ich mach Praktikum beim Präsidenten. Ja, dann fahr mal los, Paul Berger, komm, fahr 3, los. 2, 1, go! Oh, Paul Berger, wow! Wow, Paul Berger! Ey! Wow, guck mal, Paul Berger, wie ich hier schön rumfahre, wow, nicht zu weit. Oh Gottes Willen, wir haben es noch geschafft. Okay, ich denke mal, Paul Berger sollte gegen uns auch keine Chance haben, Freunde. Den Typ haben wir auch locker abgezogen.
wie gesagt, nochmal clean durch. Und auch Paul Berger hatte gegen uns keine Chance. Aber es war natürlich klar gewesen. Ich glaube, jetzt wird ein bisschen stärkerer Gegner kommen, und zwar Grimace. Ich denke mal, der wird schon kein schlechter Autofahrer sein. Aber Paul Berger, das war gar nichts. So, wo bleibt der denn, Leute? Oder, oh, das ist Grimace, Leute. Das ist Grimace. Ich bin Grimace. So, Grimace, erzähl mal runter und los geht's, würde ich sagen. 3, 2, 1, los. Oh mein Gott, okay, okay. Okay, Leute, oh mein Gott. Okay, hier müssen wir uns konzentrieren. Oh mein Gott, okay, der ist nicht schlecht, Leute. Aber, oh, Bro, er crasht ein bisschen zu doll. Ich muss mich wirklich konzentrieren jetzt hier. Bremse ein bisschen mehr hier rüber. Boah, er ist... Wo ist er, Leute? Wo ist er? Was? Junge, der ist immer noch hinter mir? Ey, die Level werden auf jeden Fall immer schwieriger. Er kann zwar nicht so gut fahren, aber er macht das, ich sag euch ehrlich, dieses Parcours schon ganz gut. Zack, hier links, rechts. Ey, ich werde auch von Runde zu Runde besser. Guck mal bitte... Ey, wer soll mich denn besiegen? So, zack, hier. Oh, 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 oha. Ey, Bro, ich bin wirklich gut gefahren. Der Typ ist trotzdem hinter mir, WTF. So, schnell rein hier. Ey, Grimace, Junge, du solltest mal weniger Shakes trinken, Junge. Ja, man, Grimace. Ja, Grimace. Mein Auto ist kaputt gegangen. Ja, hol Jackson, das ist eh der richtige Gegner für mich. Okay, Freunde, jetzt gibt's den letzten Gegner, Jackson. Ich bin gespannt, wie gut der fahren soll. Es soll ein ehemaliger Formel-1-Fahrer sein. Aber, Bro, das juckt mich nicht. Guck mal hier, die Augenfarben. Auf zu, auf zu. So, yeah, Jackson. Man. Bist du ready für dich? Ich bin ready, du ehemaliger Formel-1-Fahrer. Dann gib mal Gummi, Junge. 3, 2, 1, los. Oh mein Gott. Okay, Leute, okay. Oh, okay, Leute. Oh, Bro, was macht der da? Alter, oh, Jackson, du hast ein kleines Problem. Hier, langsam rüber, langsam. Nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Oh, wo ist er, wo ist er? Oh Gott, der ist direkt hinter mir. Er ist gecrashed, Leute, ich hab's gesehen. Ja, jetzt müssen wir es hier nutzen. Schnell um die Kurve, hier fahren links, rechts. Bro, ich sag dir ehrlich, dieser Jackson kann einpacken. Dieser Jackson kann einpacken. Stani Performance on top. Oh Gott. Oh Bro, oh, ich bin nicht gut gefahren. Nein, nein, nein. Oh Gottes Willen. Oh mein Gott, nein. Okay, wegen dem Unfall hat er uns jetzt eingeholt. Hier auf der Geraden gibt er auch nochmal Vollgas. Oh Gott, nein, 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 nein. Jesus. Oh Gott, er hat einen Unfall. Oh nein, 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 nein. Ich habe auch einen Unfall. Leute, Leute, Leute. Oh Gott. Ich muss ihn nicht holen. Let's go! Jackson, Junge! Damn, man, das die Formel 1 glücklich. Hat dich nicht trainiert. Leute, wir werden jetzt zum Präsidenten und werden uns das Auto holen in der nächsten Folge. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo, dann tschüss.